Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu LS15 auf der Nogaholm 2.0 mit dem Randy und dem Freezy. Hallo. Ja, immer wieder Montag. Freunde, neue Woche, neues Glück. Für uns noch alte Woche, altes Glück. Ja, wir produzieren momentan wegen der FarmCon etwas vor. War doch mal etwas. Und das war nicht Running, ich war letztes Mal drüber stehen geblieben. Ich weiß nicht. Ich switch einfach mal durch, vielleicht fällt es mir wieder ein. Ja, ich war beim Mann. Wir haben auf jeden Fall die Kühe gemacht. So, und wir haben ja den Mix wieder gekauft und wir brauchen. Was brauchen wir aktuell noch? Das ist ja noch das Silage. Gras haben wir doch schon dort, oder? Ich habe letzte Folge habe ich auf jeden Fall hier noch das Stück Rasen gemäht. Da sagtest du, wir brauchen noch mehr. Ja, ja. Für die Silage. Kann sein. Oder für Gras um, ich weiß es nicht genau. Es kann auch sein, dass das Gras als den Kompost bla 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 gehauen habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Was machst du, Randy? Vielleicht kannst du ja mal hochfahren zum Mixfeeder, weil du gerade am Hof. Ich bin bei 29 und ernte. Ach so. Wie sieht es hier? Okay. So, gibt es schon wieder neue Paletten? Hier gibt es auch schon wieder neue Paletten. Stellen wir den jetzt einfach mal hier ab. Aber der ist, so wie es aussieht, auf 0. Ja. Okay, Freunde. Schon mal dabei den Schwader, wa? Mach das. Und runter. Och, hab ich einen Hänger. Oh. Der freundliche Dreckerfahrer hupt mal zurück, sagst du. Ich hab zurückgehupt. Naja, deswegen ja. Ach so. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hast du jetzt einen Anhänger? Ja, ja, steht. Hatten wir, Flüssi, weißt du, ob wir am Hof ein Silo haben? Für was? Dazu, nee, haben wir nicht. Silage? Doch, haben wir wohl. Haben wir nicht, was haben wir denn jetzt? Haben wir, wenn du runterfährst auf der rechten Seite. Da ist ein Silo. Ich mein schon. Müssen wir ganz kurz schauen, wie der Mixfeeder, auf was der gerade steht. Also Wasser müssen wir, glaube ich, auch noch zu den Kühen bringen. Während hier wurden wieder alles zu angezeigt. So, ja. Rieselein, du wolltest etwas über den Lord sagen. Also wir haben... Gut, noch nicht. Aktuell keine Silage, das ist alles, was fehlt. Aua. Also Silage braucht der Mix wieder noch und dann geht's ab. Wollt ihr was über den Lord sagen? Über das Phantom des Lords. Ach so, naja. In der. Ja, genau, Phantom Lord. Der wurde mal eben knallhart auf Twitch gebannt. Der Phantom Lord? Der Phantom Lord. Was ist hier der Gambler hier, der CSGO-Gambler? Der ist ja weg von Twitch, ja. What? Weißt du warum? Nee. Wegen CSGO-Gambling? Er war Mitinhaber Quatsch. Einer CSGO-Gambling-Seite. Das ist noch nicht bestätigt? Ist nicht bestätigt? Nein. Okay. Okay, der Verdacht ist, dass er Mitinhaber ist. Der Verdacht ist, dass er Mitinhaber. Der Verdacht ist, dass er Mitinhaber einer CSGO-Gambling-Seite war und dass er dort. Also, pass auf, ich fasse das mal zusammen. Ich glaube, ich weiß, was Freezy sagen will. Dass er quasi Videos gemacht hat, diese Seite beworben hat, geilen Stuff gezogen hat in Videos und Streams und sozusagen diese Leute auf die Seite gelockt hat und das Ganze aber alles nur Fake ist.
Ja, er hat die Wetten durch seine Vorteile natürlich gewonnen, ja, genau. Ja, also er hat quasi, ja. Entweder war das CSGO Shuffle oder CSGO Wild. Du beinst von Bilden. CSGO Wild. Mhm. Ja, CSGO Wild war es nicht. Nee. CSGO Wild war es nicht? Okay, aber nee, da hing auch irgendeiner mit drin. Ja, irgendwas war da auch, ja. Ach ja, CSGO Wild, das wurde so ein E-Sports-Team unterstellt, als würden die das betreiben. Irgend so ein professionelles E-Sports-Team soll wohl in der CSGO Wild stecken. So, ich habe da nur irgendwas gehört, dass da was gegen CSGO Wild ist, aber was genau, weiß ich nicht. Jo, ja, nee, ist schon hart, wie die Leute mit diesen CSGO-Skins abgezogen werden, das ist aber schon echt krass. Aber dafür hat Twitch den ja nicht gebannt. Twitch hat den ja an sich nur gebannt wegen dem Glücksspiel, weil das ja gegen die AGBs von denen verstößt. Das war denen scheinbar eine ganze Zeit lang egal, aber jetzt haben sie es halt durchgesetzt. Ja. Ich wollte gerade sagen, Alter, wie lange macht er das schon? Der ist ja nur deswegen bekannt, oder? Naja, aber scheinbar jetzt durch den ganzen Skandal und so hat dann jetzt wohl Twitch, beziehungsweise was ja jetzt Amazon ist, gesagt, naja, dass man jetzt nicht so als Arschloch dastehen. Nimmer weg. Aber weißt du, was der Hammer ist? Da hat er ja wahrscheinlich diese riesen Checkpots und so weiter und so fort, alles, was da halt, was der da mal verloren hat auch, alles wiedergekriegt. Alles nur Fake, ne? Naja. Da hat er was darüber geschrieben. Also GameStar hat er ja irgendwas drüber geschrieben in der Richtung, also er betreibt das mit irgendeinem französischen Menschen, der wo der Programmierer der Seite ist. Und er hat den Programmierer dann immer gefragt, wie denn so gerade die Chancen aussehen und so weiter und so fort, dass das dann auch alles passt. So. Hm. Traurig. Ja. Und ja, da geht er schon nicht mehr in die Mathematik, so allgemeines Glücksspiel, sondern geht es ja schon um Betrug. Das ist aber ja, damit kann man ja auch sehen, dass Twitch das auch ernst meint. Er war, glaube ich, der 7. größte Streamer auf Twitch. Und der Arm einfach mal gesagt, Twitch, tschüss. Ja, man muss auch dazu sagen, dass der natürlich Twitch auch enorme Einnahmen verschafft, ne? Ja, aber... Schon allein durch die Subscriber, durch die Werbeeinnahmen und so weiter und so fort. Also das ist nicht unerheblich. Aber da werden die trotzdem jetzt schon ein bisschen Schadensregulierung gemacht haben, weil... dann halt, scheiße. Na klar, natürlich. Wir sind dann froh, scheiße. Er streamt auf Twitch weiter, wie kann er nur? Ja, ne, ja, scheiße ist das auf jeden Fall. Ja, das ist schon Wahnsinn, was das jetzt alles für Kreise zieht. Ja, weil die einfach die Leute abrollen, das ist das. Das ist Betrug, das ist öffentlicher Betrug. Ja. Also was heißt öffentlicher Betrug, das ist ja Quatsch. Aber die, es ist einfach Betrug, also die machen einfach für eine Sache Werbung, wo sie selbst mit drin hängen, wo sie gewinnen, wo sie gar nicht verlieren können und dann die Kitties alle reinlocken natürlich mit ihren Skins. Manche vielleicht wirklich mal 40, 50, 100 Euro Skins haben oder Messer und dann eben dort alles verlieren. Und es ist eben nicht so, dass es einfach nur Skins sind, sondern man muss echt Geld dafür ausgeben. Das ist das. Also die geilen Skins kriegst du nicht. Entweder du kriegst sie geschenkt, dann hast du großes Glück gehabt. Aber irgendeiner hat sich den Skin entweder gekauft oder Kisten geöffnet und wenn es nur eine Kiste war, er hat Geld dafür ausgegeben. Ja. So, oder er hat sie mal gedroppt gekriegt bei solchen Live-Events, aber das ist ja nur die Chance, ist ja minimal wie gering. Ja. Davon mal abgesehen, ja. Also genau. Das ist Wahnsinn. Also wie gesagt, war das hier der Guardian, der wirklich dann mal so einen einfachen Zeitungsartikel darüber geschrieben hat und dass das dann wirklich solche Wellen anmacht. Aber Valve hat ja mittlerweile auch reagiert. Die haben ja erst gesagt, ja, als wirklich die APIs, ne, dürfen nicht verwendet werden, bla bla bla. Und jetzt hat Valve auch einen Anwalt vorgeschickt, der hat dann halt so ein Schreiben an, ich glaube, insgesamt 26 Gambling-Seiten international geschickt und hat ihnen 10 Tage Zeit gegeben, ja, das Ganze zu beenden. Wenn nicht, dann ist es so. Da ist so CSGO Launch davon betroffen. Das ist an sich war das keine Gambling-Seite, sondern nur eine Wettseite, wo du Skins halt auf diese E-Sports-Events setzen kannst, ne, welches Team gewinnt. Mhm. Hochweg, das Einzige, was davon nicht betroffen ist, ist diese komische Seite, wo du deine Skins extern verkaufen kannst. Also, was einfach nur. Ich weiß gerade nicht mal, wie die heißt, aber da konntest du halt deine Skins im Endeffekt nur verkaufen gegen Echtgeld, weil der Steam-Markt ist ja $400 beschränkt und einige Waffen sind ja über $400 wert. Richtig. Den haben sie jetzt noch nicht, also da ist jetzt noch nichts, weil da sieht die Beweislage oder beziehungsweise ist das wohl rechtlich alles ein bisschen komplizierter. Hm. Was durchaus in der Grauzone möglich ist. Wie sieht das eigentlich aus mit Seiten, die jetzt Skins verkaufen? Es gibt ja auch hier so Seiten, die verkaufen Random Skins für was weiß ich, ne? Dürfen die das noch oder dürfen die das nicht? Ja, bis jetzt ist da niemand dagegen. Also bis jetzt gibt es da noch nichts, okay, wie das da auf rechtlicher Basis aussieht. Was heißt Random halt so Skins? So. Ja, du kannst dir bei diversen größeren Keysellern oder bekannteren Keysellern kannst du dir Random Skins kaufen. Ne? Du zahlst halt, was weiß ich, $1.
wie diese random Steam Keys, ne, bezahlst halt ja, $1,99 und kriegst dann halt irgendeine, über den Bot irgendeine Waffe halt auf deinen Account zugeschickt. Das müsste, rein theoretisch müsste das dann auch bald eingestampft werden, weil ja Bots, alleine diese Bot-Verwendungen ja laut Steam RGBs schon illegal sind, beziehungsweise nicht gestattet sind, aber wie das Steam eingreift, ist halt so die andere Sache, weil Steam verdient daran natürlich auch wieder Geld, weil die Skins kommen ja irgendwo her. Ja. Das ist so die Sache. Gegen das Gambling sind sie jetzt halt erstmal vorgegangen. Da auch ein bisschen Schaden einzugrenzen, weil das wird ja mehrere Sammelklagen geben. Wahrscheinlich. Oh lol, habe ich ernsthaft gemacht jetzt hier? Oh nein, bitte nicht. Komm schon, du hast genug Power. Uha, Freezy, fahr mal bitte hier dahin, wo Randy erntet. Soll ich nicht unten noch das Gras aufsammeln? Ja, gleich. Ach, der kommt hier nicht rum. Also dieser eine Dings hier, dieser Schwader, der Große, das ist echt ein... Ach, ein absolutes Kackding, ey. Was soll ich jetzt hier machen, das Stroh aufsammeln, oder was? Ja, ich würde das gern schwadern, aber es darf ja nicht! Was hast du denn da wieder gemacht? Boah, ich krieg hier die Ratten gleich. Warte. Ey, so eine Kackscheiße, ey. Jetzt mal ohne Mist. Glaubst du einfach auf, dass er ein bisschen ja, mach vielleicht ich auch gerade. So, guck mal, haben wir jetzt... Oh, lol. Haben wir jetzt hier... wie viel Prozent haben wir drin in dem Silo? Oder wie viel insgesamt? 5%, 21.000 Liter. Ich will mich hier abrollen, oder? Mit dem Schwader. Ey, weißt du was? Ich falls hier lang. Arschlecken gerade da. 21.000 Liter, ja? Ja. Das ist ja schon mal was. So. Noch ein bisschen Stroh ein. Oh, Alter. So, wisst ihr, was ich machen will? Was denn? Ah, nee, das muss ich in der nächsten Folge mal erzählen. Ich will, nee, ist natürlich mein. Ist natürlich ein andermal. Haben wir leider zu wenig Zeit. Ach, schade. Wollte gerade sagen. Was denn? Was wolltest du denn sagen? Ja, das erzähl ich in einer anderen Folge. Ich will, nee, erzähl ich in einer anderen Folge. Ja. Geht da ein bisschen was rein? Grüßi? Ja. Fühlt sich gut, sagst du. Fühlt sich sehr gut. Und geht natürlich um einiges schneller. Ja. Denke ich auch. Da ist der Schwad halt wirklich cool hier. Ei. Ins Lager oder wolltest du das irgendwo bestimmt hinhaben? Da bitte gleich mal hoch zu dem Mixfeeder 10.000. Also du hast ja jetzt 21.000 drin, oder? Ja. 10.000 zum Mixfeeder und den Rest unten Kompostieranlage. Das wäre ganz cool. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Schal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 a. Hey. Dann, 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 dann. So. So, Freunde. Na. Was so, nack, nack? Nicht nack, nack. Ich dachte, der war hinten mit Spritzen fertig. Ich habe wieder einen halben Tank leer gefahren in einer Folge. Nice. Ja. Ach so? Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder hier auf Norgeholm. Ne? Schreibt uns ruhig auch mal in die Kommentare für die Leute, die die Map spielen, was ihr so noch alles vorhabt. Wir wollen jetzt auf jeden Fall
oder was man hier noch alles machen könnte am besten. Wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal Milch produzieren mit unseren Kühen, diese homogenisieren und verkaufen, dass wir uns wieder ein bisschen Kohle rankommt. Und ja, in diesem Sinne erstmal vielen, vielen Dank. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.